So, jetzt bin ich auch live. Auf Ach so, Twitch. ja. Zwei Mann sind jetzt auf dem Konvoi drauf. Ach so, ich und der. Nee. Alles klar bei euch und alles Leon gut bei und dir, ich. Nico. So. Leon Ach, ist bei mir. tollen Junge! Klar, und bei dir? Alter, ich musste gerade überlegen, Junge. Moinsen! Jo, Jetzt jetzt wird. wird's. Also Bitte bitte nicht nicht nachmachen. nachmachen. Ja, mein Kleiner. Ohne alles? Ohne alles. Alter, ich hasse eigentlich Whisky, aber okay. Ja, der Zunft kommt später. Ist doch kein Bier. Prösterchen. Stößchen. Der ist nicht so Oh, leck hellig. mich am Arsch, ist der gut. Oh, Martin, das ist gefährlich. Honig, ne? Das ist gefährlich. Wieso? Das wird lustig. Hast du den auch? Ja, muss sofort fahren. Das ist aber auch echt gefährlich. Leck mich am Arsch. Ich Also, hab dass danke. ihr live seid, Alles gut. ne? Ja, warum? Ja, ich meine nur. Alles Ist doch gut. okay, oder nicht? Ja, aber so ein bisschen würde ich auf die Aussprache achten, wegen den Voids und so, ne? Ich hab da einen vor den Sack gekriegt. Vor ein paar Tagen. Okay. Wegen So ein Beleidigung oder Edelfan, das so kann man und sehen. Fachausdrücke, was sie geschrieben haben, ey. Ach, Colin, das geht schon. Solange es Was? nicht in echt ist, ist alles cool. Ja, deswegen gehen wir auch live. Ich habe einen Auftrag Damit die von Leute 15. sehen, wie man es nicht macht. Ja, 15. 15 Kilometer Auftrag habe ich. Wo willst du denn hinfahren, ey? So wenig nur? Also erstmal muss ich, um da hinzukommen, sag ich dir sofort, muss 700 ich Kilometer fahren. 3.543 Kilometer der Flycam fliegen. Ja, ich muss erstmal gucken, wo ich hin muss. Mr. Weezy TV versucht mir jetzt in die Karre zu fahren hier. Was ist denn da los? Natürlich. Ach, der ist auch da. Guck mal, der sagt gar nichts. Ich habe jetzt eine Tour angenommen, 15 Kilometer, aber wir müssen 3.540 Kilometer Schnellreise machen. Ich guck mal, ob ich da eine Werkstatt hab. Was ist denn das? Das ist Ja, in guck mal. Akwetütöbe. Schweden? Nee, Russland. Oder was ist das? Das ist bei Krom. Kromtau. Kennst du Kromtau? Bei Orsk. In Kalalebi. Nach Tulgan und dann nach Uguza. An Kordoppa vorbei. Ich zeig dir den unten auch nicht mal an. Mal gut. Werkstatt ist in Oberammergau. Akwitöte steht da. Schnellreise nach. Wo komme ich denn da hin? Ich liebe das, ne? Das dauert immer so ewig. Tolatti. Viking-Logistik hast du da drin. Bruder. Oral. Muss ich eigentlich direkt beitreten, ne? Bin ich denn jetzt Dr. hier? Nico. Ja, den gibt's total oft, ey. Das ist total krank. Echt. Ah, ich habe auch Viking. Doppel. Alle sind grün schon. Oh, ich bin fertig. Danke. Kromtau. Ah, da. Akwetöbe. Da müssen wir hin. Schnellreise. 5.232 Euro. Tschu. Mir dauert wahrscheinlich noch 10 Stunden. Hier, die ganzen Chinesen, was haben die für ein Ping? Die haben 285. Alter. Hardcore-Internet. 285 hat der eine Server. Welchen fahren wir denn jetzt hin? Ford oder jeder das, was er will? Ich hab den Volvo. Du kannst auch gerne den Ford fahren. Also ich fahr fort. Martin, kannst du mir mein Port auch so bauen? Er fuhr fort und Wieso? kam nie wieder. Ist doch einfach.
eine Netzwerkverbindung. Oh, bei dir. Oh, schön. Also ich bin da echt? Jetzt per Schnellreise hin, ne? Fertig zum Losfahren. 5 Stunden später. Also ich habe noch 9 Kilometer zur Firma, aber du musst aufpassen, hier stehen überall LKWs. Wenn du rausfährst. Kein Problem. Ich finde eine neue. Ja, warte mal. Bei mir dauert noch ein bisschen. Bitte machen Sie eine Kehrtour. Obwohl du eine extra Leitung hast. Ja. Yeah. Ist auch eine Containertour, ne? Ich sehe deinen Auftrag nicht. Fängt schon an. Wieso, was bist du denn für ein Level? Level 1 oder? Nee. Aber ich sehe deinen Auftrag nicht. Du hast bei mir auch noch keinen angenommen. Ja, ich bin ja auch noch gar nicht da. Ich habe doch gerade gesagt, ich fahre noch 9 Kilometer zum Auftrag. Also bei mir ist DB Wetter immer noch deaktiviert. Martin musste den schicken. Haben wir doch schon lange hinter uns. Dann hat er den noch nicht aktualisiert. Beim Leon hat das auch so ein bisschen gedauert. Kannst du noch mal? Der muss sich erst aktualisieren. Da muss die gleiche Uhrzeit sein, gleiche Datum, etc. Ja, da ist doch hier drin, Junge. Was ist denn mit dir? Habt ihr den alten noch drin? Was hast du denn alt noch drin? Nee, ist alles gut, ist doch alles richtig. Nein, es ist alles gut. Okay. Gibt dir noch einen. Geht's besser. Besser ist, ne? Oh Mann, ey. Oh, brennt schon wieder Nase. So. Guck mal, hier steht ein Flugzeug in der Stadt. Siehst du das? Also das Museum, ne? Ich sehe immer noch keinen Auftrag. Jumbo. Ich sehe immer noch keinen Auftrag. Ja, ich bin auch noch nicht da. Noch 4 Kilometer. Entschuldigung. Wie kann... langsam fährst du denn? Ja, ich kann kein Russisch. Ich kann die Schilder nicht lesen. Hallo? Tut mir leid. Mein der Google hat einen Volvo. Wie soll das nicht so. Ja, 57 PS Volvo. Kommt doch nicht aus dem Quark hier. Wir haben nur 450, ne? Hast du den großen genommen, den großen Motor? Ja. Oh Scheiße. Dann nehme ich vielleicht doch lieber meinen Scania. Immer geradeaus. Und jede Ampel ist rot. Ich habe nur Rotphasen. Keine grüne Welle. Obwohl ich einen grünen LKW habe. Na, Türkisen, okay. Guck mal, du hattest zwischendurch mal kurz 4 Zuschauer. Ich glaube, wir vergraulen wieder einige. Ich glaube, ich mache deine Kamera besser wieder aus. Das kann was werden, ey. Ich höre die ganze Zeit meiner Frau reden, du. Hi. Ganz leise im Hintergrund. Hi. Hi. Oh, ich habe einen Zuschauer. Meine ist total leise. Ja. But we have a big problem. Was ist denn los? Wir haben, da steht... zu wenig Luftpumpen. Ja. Dann ist das Auto wieder kaputt. Ich trotzdem mit euch, ist es lustig. Sehr gut, Colin. Sehr mein, anders kennst du mich auch nicht, oder Colin? Hallo. Oh, guck mal, jetzt ist grün. Hallo. Guck mal, ist grün. Hallo. Guck mal, jetzt kann ich weiß nicht. Hallo. 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 Ja. Was geht denn ja? Was machen wir denn da? Ja, abschleppen lassen. Patrick, was war das denn jetzt? Ja, ich musste hier doch abbiegen. Trust. Was ist mit dir? Ja, ja, aber du bist ja komplett falsch abgebogen, du. Nein, nein. Oder ist da eine Rechtsabbiegung? Wollte ich gerade schon sagen, Colin. Nein, ich hab ausgeholt. Das ach, schon immer so bekloppt. Gesehen. Ah, guck mal, Norman ist auch da. Norman? Die Spur. Ja, scheiße, mach meine Kamera aus hier. Nee, der soll mich nicht sehen. Nicht der Norman vom Heu. Warte, ich kann Norman. Du musst, glaube ich, hier durch das Tor und da laden. Vom Tor aus, Marienheide. Muss jetzt meine Glocke oben läuten, oder? Nee. Der hat mir das Lenkrad vermacht.
das alte. Aha, okay. Genau. Ein Fehler wäre gleich wie mit dir, Martin. Was? Mach mal, wenn du den Auftrag angenommen hast. Fehler. Ja, mach mal okay. Und jetzt noch mal Konvoi beitreten. Was ist eigentlich mit dir auch das Problem? Da konnten wir noch nicht zusammen zocken. Kann nicht sein. Ich habe jetzt keinen Bock, das Spiel einmal runterzuschmeißen und neu draufzuschmeißen, ne? Nee, nee. Also ich fahre. Es sind nur 15 Kilometer. So, jetzt habe ich einen Auftrag angenommen. Jetzt müsstest du das eigentlich sehen. Wenn nicht, dann habt ihr was falsch gemacht. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist seitdem wir die Modliste haben, habe ich so Probleme. Was ist denn los bei euch? Ja, der kommt nicht rein. Kommt immer ein Fehlerdraht während der Verbindung zur Sitzung auf. Ja, das hat der Ini auch letztes Mal gehabt. Hat einen Neustart gemacht und dann ging das wieder. Ich versuche es noch einmal, sonst mache ich das Spiel nochmal zu. Wir brauchen viel mehr Alkohol. Sollte aufpassen, was ich sage, ne? Wurde gesagt. Ja. Scheiße. Mann. Guck mal, hier geht sogar Dr. Nico 3 Pro Mods. Hören wir jetzt Musik oder was? Nein, das ist das Spiel. Wir fahren los. Alter Verwalter. Warte, ich fahr jetzt raus, bevor du mich havarierst hier. Ich seh dich gar nicht. Das ist ja das Lustige deswegen gerade. Sag ich ja. Ah, jetzt. Weil ich seh dich nämlich. Okay, gut. Weil du in der Werkstatt stehst. Jo. Komm, Junge, wer ist denn zeitig? 15 Kilometer, Schnellauftrag. Zack, zack. Ja, hat er schon. Jo. Alter, wo geht's denn hier raus? Biege nach links ab. Jetzt auch wie du willst, wa? Was ist das jetzt? Biege nach links ab. Ja, übertreib doch mal nicht. Hallo? Ja? Ja, das mit dem Abschleppen, das funktioniert nicht. Warum? Weil wir immer noch zu niedrigen Luftdruck haben. Müsste F7 drücken. Werkstatt. Nee, hab ich ja schon. Und zur Werkstatt auch. Und wir haben schon reparieren lassen, aber es funktioniert nicht. Ja, dann muss der erstmal wieder pumpen. Okay. Wenn ich jetzt gleich runterkommen muss, ne? Sag, der soll runterkommen. Aber warum bist du noch nicht da, Martin? Oh wei, oh wei, oh wei. Heiliges Blechle. Die Ampel ist rot, Martin. Jo. Martin, geht nicht. Ich glaube, du musst runter. Wieso? Weil nicht geht. Ja, jetzt habe ich grün. Oh. Rechts abbiegen.
Ist auch cool, ne? Die haben Vorfahrt im Kreisverkehr, aber bei denen hier haben wir Vorfahrt. Biege nach rechts ab. Ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Ja, Digga. Ja, Digga. Hat die Stimme verreckt. Ach, jetzt verarbeitet der wieder alles. Ich glaube, wir haben Vorfahrt, weil das kein Kreisverkehr wäre, sondern ein kreisförmiger Verkehr. Wir hätten auch Klugscheißer war keiner, ne? Das hast du schon mal gesagt. Nee, ich meine ja nur, wir hätten noch rein. Martin, wolltest du alles wegrammen oder was? Ich meine ja nur. Du musst rechts, du musst rechts. Ist rot, pass auf. Aufpassen hier, ne? Da stehen überall LKWs. Ja, fast falsche Bahn da. Oh, stehen auch die Anhänger. Knapp, ne? Ah, ist noch ein Meter. Ja, ein halber. Ja, Bremse ist nicht so, wie ich will. Ich muss ja einstellen. Wenn du die Drehzahl höher drehst, dann kommst du auch schneller vom Fleck, ne? Das weiß ich doch nicht, wie das funktioniert. Muss man ihn nie fragen, der hat die ja volle Pulle, deswegen haut der auch immer so ab. Das kannst du irgendwo in den Einstellungen, kannst du das einstellen, glaube ich. Wir müssen hier rechts abbiegen. Rechts! Ja, ich stehe voll auf der Bremse, aber der braucht so lange, also der Bremsweg ist hier echt übel. Bei mir zumindest gerade. Bremsen mal einstellen. Kannst du auch in Einstellungen machen. Du kannst auch dein Bremspedal am Lenkrad noch einstellen, ne? Ja, weiß ich. Hatte ich eigentlich auch alles mal, aber irgendwie... Ja gut, wenn du das jetzt alles neu gemacht hast mit dem Profil und so, dann ist das natürlich alles weg. Ja, keine Ahnung. Du musst neu einstellen. Bin gleich da. Ja, ich fahr erstmal auf Seite. Warum fahr denn doch? Sind ja nur 15 Kilometer. Ist doch ich muss runter. Und dann rechts abbiegen. Weißt du, und sowas in der Leistung. Biege nach rechts ab. Wir sind heil. Kannst du direkt die Pro-Mods und so alles einstellen? Du hast es wohl nicht. Also, du musst fahren. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. So. Warte, lass mich erst rückwärts da dran vorbei. Er bläst erstmal auf den Hof drauf. Ich klingel den Telefon. Nee, das ist. Achso, das ist bei dir da drin, ja? Ja. Alter, was ist das denn? Das ist bei dir auch. Achso, das ist das. Der Kunde erwartet Lieferung bald, oder was? Ja. Okay, wir müssen nicht in den Sam. Habt ihr die Musik, oder? Der Martin hat die Musik. Okay. Gebe ich mal Gas, wa? Oh, ich glaube, ich darf heute nicht mitspielen. Kann doch nicht sein. Das nervt aber auch schon wieder. Bahnstrecke 53 Kilometer. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Ich habe den nächsten angenommen. Ja, super. Der ist aber 128 Kilometer. Jetzt könnte man ein bisschen schneller fahren. Ah, 30 so schnell geht noch, ne? Klar. Ich würde jetzt auch nicht um Kreisweg herum, ich würde direkt... Was ist hier los? Okay. Gut. Das hab ich verstanden, wa? Tschüss, Martin.
Dein Ernst. What's wrong? Demnächst rechts abbiegen. Ein Fahrt auch eine Stunde. Ey, so schnell war das überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. So voll abgehen da. Demnächst links. Alter. Super. Links ab. Super. Ja. Ach, lecker von ihm. So, ich gehe jetzt erstmal runter. Weil ja, ich muss erstmal gucken, dass ich ja überhaupt mal spielen kann mit euch zusammen. Was ist denn los bei dir? Ich komme nicht auf den Konvoi. Immer wieder Verbindungsfehler. Wegen dem einen Mod da oder was? Keine Ahnung. Ich hab das da hinten. Oh, hier steht ein LKW quer. Der Auflieger hängt daneben. Was ist denn hier passiert? Was ist hier los? Hi, ja. Ich hab's mal auf die Tür. Ja, und dann? Und dann hast du gesagt, ich bin die Tür abgeschickt, ja. Und dann haben wir die abgeschickt. Ganz klar. Ja. Ja. Darf ich mal? Ja, gerne. Ich bin, dass wir das alles live mitkriegen hier, ne? Ja, ne, ich wollte gerade sagen, wir sind alle live. Das ist das Geile dabei. Ach nee. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das ist so eine kleine Bodenwelle. Aber ganz schön zu kämpfen mit seinen 750 PS. Was haben wir denn hier? 25 ja. Tonnen. War der Container, den ich drauf habe. Der ADR-Container. Naja. War gut. Den ist rechts abbiegen. Ich muss mal kurz anhalten. Bleib mal kurz stehen. Jon. Mal kurz was im Spiel umstellen. So. Okay, kann weitergehen. Gar nicht. Biege nach rechts ab. Ne, ich komm, kann irgendwie nicht mehr online zocken, keine Ahnung. Sag ja, du sollst einen Neustart machen, aber du hörst ja nicht auf. Einen kompletten Neustart? Kompletten PC oder Neustart was? Neustart vom Rechner, yes. Ja, sag das doch, ich hab nur das Spiel neu gestartet, Alter. Ach so, ja, dachte, du hättest das mitgekriegt. Nee. Okay. So. Okay. Und wo ist denn das Spiel abgestürzt? Wo war das? Afghanistan? Aschkabat. Ja, irgendwo da Richtung Nordkorea. Sowas in der Kante. Warum? Keine Ahnung. Ist einfach, da stand dann erster Aufenthalt in Aschkabat und dann ist das Spiel abgestürzt. Hm. Komisch.
Und jetzt gerade bin ich mit großem Herumfahren dann irgendwann in Korea angekommen. Wollte hoch Richtung Seoul fahren. Ja. Wieder abgestürzt. Ja, ich war noch nicht da keine oben. Ahnung. Ich kann da nichts zu sagen. Kann sein, dass da irgendwas nicht miteinander so zusammenarbeitet, aber... Junge, der kommt hier rausgeschossen mit seinem NPC. Was ist denn mit ihm los? Ach so, wir müssen links rüber. Ich glaube sogar, wir fahren jetzt durch die Great Steppe. Wie das aussieht. Jetzt kommen erstmal langgezogene Bundesstraßen hier. Oh, könnte sein, dass da gleich die Steppe brennt. Rausgeflogen, wieder reingekommen, oder wie? Erster Aufenthalt in Algar. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Rechts abknickende Vorfahrtsstraße. Hallo? Hallo. Ah, jetzt. Hier ist eine Werkstatt. Brauchst du eine Werkstatt? Nope. Mein LKW ist ganz. Das ist schön. Und Versuch dann Nummer 3. Der Martin mal bei dir gucken. Vor allen Dingen, warum deine Flycam immer noch nicht funktioniert, verstehe ich auch nicht. Was, hast du ein neues Profil gemacht für die neue Promods-Reihenfolge? Ja. Okay. Und hast du dann schon mal wieder ausprobiert, ob die Flycam geht? Nein. Hast du die Grafikumstellung in der Config-Datei geändert? Immer geradeaus. Ja. Ja. Dann testen wir. Ja, schrei mich nie an hier. Ob die Flycam geht. Und braucht euch nicht. Warum? Keine Ahnung, was für ein Fehler war. Ja. Luftdruck ging gar nichts. Ich musste in die Werkstatt, musste einen neuen Motor einbauen, Motor wieder ausbauen, einen anderen Motor wieder rein, Getriebe wechseln, Getriebe wieder wechseln, und das funktioniert. Das sind normal What? ETS oder was? Ja. Okay. Wurde Zeit für einen neuen Austauschmotor, wa? Mit der Fahrweise. Aber sie spielt ohne Mods, ne? Sie spielt ohne Mods, ja. Okay. Na komisch, hab ich auch noch nie gehabt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das ist auch eine geile Straßenführung hier, ne? Ich muss ja erstmal aus dem Werkstatt-Check ausgleichen. Ja, da, sorry.
Besser ist er mal. LKW ist verschwunden. Ja, ich kann ja ohne ein Spiel. Wie weit habe ich denn? Du sollst erstmal F5 drücken. So, oh. Alter, du bist irgendwo um nirgendwo. Wie willst du denn da runterkommen? Erstmal muss ich hier gucken, was mein Navi mir hier anzeigt. Wer, ich oder was? Nee. Wie willst du da wegkommen? Ja, so wie vorhin. Achso, da warst du schon mal? Ja. So? 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 Alter. Meins mit Hupen kommt schneller durch. Ja. Aber darf ich dich jetzt mal was ganz Blödes fragen? Mhm. Was hast du auf dem Panel hier hinten? Blinker. Ah, okay. Weil du eben da drüber geblinkt hast. Nee. Ich hab da drüber gehupt. Cheated. Demnächst links abbiegen. Oh, fei. Das kann heute was geben. Biege nach links ab. Aber Internetverbindung hast du doch, oder nicht? Ja, ja. Hab ich zu Hause ja auch. Discord und so geht ja alles. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, jetzt fängt's an zu regnen. Irgendwas abgestellt, oder was? Weiß ich nicht. Du hast das schon gesehen eigentlich, mit dem Regen, ne? Leon? Ja, ja. Bei mir regnet es aber nicht. Ja, müsste gleich kommen. Bei mir hat es gerade angefangen. Ich hab noch hier Sonnenschein. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Boah, aber jetzt ist richtig übel hier am Regnen. Und die Regengeräusche, die hören sich auch wie echt an. Hier endet es. Sieht schon wieder schlecht aus. Ja, aber hast du irgendeine andere Einstellung gemacht? Nein, ich weiß nicht, was das ist. Ich sag ja, seitdem wir die neuen Mods haben. Guck doch mal, ob du gleich normal ETS mit den Mädels spielen kannst. Wenn das eine U, da ist eine Baustelle U, da ist gut. Wenn das geht? Wenn das geht, dann stimmt ja irgendwas nicht. Annika? Ja? Mach mal eben bitte den Konvoi auf. Wie geht das? Toll, ich habe aber jetzt schon Auftrag angenommen. Ja, ist ja, egal, ich will nur gucken, ob ich drauf komme. Okay, warte. Warte, ich fahr hier raus. Oh. Hab ich. Okay. Liebe Kinder, so macht man das nicht. Das ist nicht gut für die Reifen. Da bin ich drauf. Martin. Kann doch nicht sein. Ja doch. Also auf normal ETS kann er zocken, aber wenn er Pro-Mods zocken will, kommt er nicht drauf. Seine Frau ist gerade in Polen unterwegs. Ja, das muss ja irgendeinen Grund haben.
den müssen wir mal rausfinden. Aber bei Inni war das auch eher so, dass er nicht beitreten konnte, ja. Hat dann einen Neustart gemacht und dann ging das. Ich würde gern jetzt mal wieder zocken. Also die Mod-Reihenfolge stimmt jetzt, oder was? Ja, ja, die stimmt. Wo ist dann das Problem? Es sagt irgendwas? Verbindungsaufbaufehler beim Konvoi-Betrieb. Oh, wie viel Kohle hast du, Alter? Was ist denn mit dir? Was ist denn? Kannst du mir mal eben 20, kannst du mal eben 20 Millionen rüberschmeißen oder was? Ist aber auf meinem Privatkonto bitte, ja? Ja, ja. Bitcoin. Wir könnten eigentlich hier wieder laden, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt was bei Zippo? Sind wir ein Team hier? Ja. Nee, hab ich nur gekriegt. Okay. Okay. Ich muss meins machen. Aber ich muss eigentlich mal Benzin auffüllen. Ich muss meins komplett dann machen mit Watte und allem. Irgendwann mal. Gib mir mal das Benzin. Also wenn nicht, ich denke nur, dass ich hier reich bin oder so, ne? Das ist jetzt so. Ja, bist du reich. Hallo, wer Benzin in sein Feuerzeug kippt, muss ja reich sein, oder? Ich habe 3 Feuerzeuge mit Benzin voll, dann bin ich ja ultra reich, oder? Da bin ich aber extrem reich, weil ich habe nur Feuerzeuge mit Benzin. Ich habe nur Zippo mit Benzin. Ja. Naja gut, ich besitze auch Gasfeuerzeuge. Ja, ich auch, aber die nehme ich wirklich nur als äußerste Reserve. Ja, ja, weil Gas ist ja jetzt teurer geworden. Eigentlich schon wieder günstiger. Schatz, gib mir die Feuerzeuge her, aber ganz schnell. Das sieht schon wieder schlecht aus. Obwohl, es ist heller als eben. Es regnet. Ja, aber das kann nicht sein. Hast du auf dem Profil irgendwas anderes eingestellt? Nein. Aber das dauert ja schon wieder so lange. Guck mal, irgendwie Steam Cloud ja aktualisieren ja. Oder irgendwie sowas, ob du das eingeschaltet hast. Oder Spielaktivierung. Geh mal bitte raus auf Profil. Ganz raus hier oder was? Ja, auf Startmenü. Nein! Ich hab zu früh gedrückt. Ich bin faul, ich lade jetzt einfach mal so. Das ist, wenn man halt wieder. Ja? Bitte, sprech dich aus. Wie weit bist du? Ich sitze schon wieder auf dem Trockenen. Ja, hast gerade leer gemacht, du Sack! Ich auch. Oh. Ich bin sehr tief. Komm, das war nicht viel. Nee. Geh mal auf Profil. Junge. Jetzt findet aber ein. Zum Fahren. Wer kommt nicht zum Fahren? Jetzt hat's aufgehört zu regnen, scheint die Sonne. Was hast du gesagt? Steamload aus, ne? Was? Was war mit Steamload? Alles an. Alles an. Ist an. Ist an. Auch da World of Trucks Profil? World of Trucks Profil ist, glaube ich, angemeldet, ja. Immer geradeaus. Ich schwöre, ich spiele gleich einfach ganz normal ETS. Hier kam ich letztens auch nicht drauf. Wenn du dazwischen fasst, verstehen wir nicht. So, was hast du gesagt? Ich sag, sonst macht mal einen anderen Konvoi auf. Ich sag, dann mach du doch mal einen Konvoi auf. Nee, bei mir kommt er ja auch nicht drauf. Hatten wir ja dem Netz schon. Immer auf Option. Ja, weil ich echt keinen Bock mehr, ne?
Soll ich einfach ganz normal ETS, damit ich für ihn nehmen, Dimmer? Mach mal doch, dass hier 70 ist. Das ist wahrscheinlich online, ne? Ja. Online Nachrichten, Spotlight, dynamische Werbung. Das momentane Profil ist nicht mit World of Tracks verbunden, oder das Spiel läuft. Ja, aber wenn ich im Spiel bin, ist der verbunden. Ja, kann ja nicht. Eigentlich normal muss es außerhalb des Spiels verbunden sein, sonst kann ich es ja im Spiel gar nicht spielen. World of Trucks Aufträge. Ja, die Kugel ist auch nicht gut. Die Kugel ist auch nicht rund. Geil. Bund. Biege nach links ab. Ach, bunt! Ich hab rund. Ja, die ist grau. Und ist auch nicht verbunden. Leon, guck mal, wie der Ort heißt. Shubrakuduk. Shubrakuduk. Ich hab Kuckuck gelesen. Was das ist? Musst du tanken? Ne, ich hab halb. Ja, ich hab auch noch drei Viertel voll. Aber hier war ich schon in Shubrakuduk. Hier war's schon? Jo. Ich noch nicht. Die Reise nach Korea bestimmt. Ja, ich glaube schon. Solange wir nicht über Aschgabat fahren müssen. Ich glaube ich noch nicht. Oder erschreck mich doch nicht immer so, leck mir doch am Arsch, ey. Entschuldigung, ich habe schon wieder falsche Worte. Es tut mir leid, ich distanziere mich von jeglichen Aussagen, die ich treffe. Das sagen sie alle. Hier keine 80 fahren darf, verstehe ich gar nicht. Weil da geradeaus geht's weiter, aber die Straße wird nie angezeigt. Das ist bestimmt neu entdecktes Gebiet. Aber die geht da, kommt die wieder an. Wie war das vorhin noch? Ja, ich hole meinen Rechner, dann passt das, dann passt das. Ja, warte, was soll ich denn? Was kann ich jetzt dafür, wenn das wieder so. Nein, ich. Du kannst aber schon gut fahren mit dieser Flycam, ne? Also mit dieser. Guckst du mir zu bei Stream, bei Twitch? Ja, ja. Ach so. Ja, ich habe mein Lenkrad kalibriert, weißt du? Ich habe das, wenn ich das ganz minimal bewege, dann lenkt das auch kaum. Ich habe das getestet, da kann ich auch mit der Flycam fahren. Oh. Mhm. Ich kann da ziemlich nah am Strich mitfahren, so. Ja, ich geh mal so ein bisschen rüber. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich das beruflich mache, ne? Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ja, sobald ich die Flycam an habe, habe ich auch Orientierungsverlust, ey. Da fahre ich in die Berge. In die Berge? Ja, so gefühlt. Okay. Mit dem anderen Mod da, mit dem brutalen Graphic Weather Mod, da waren noch andere Mods mit drin. Da konntest du zum Beispiel den Zoom-Faktor erhöhen. Das heißt, du konntest den LKW weiter wegzoomen. Da konntest du in Kamera 2 richtig cool fahren, so wie bei GTA, so, weißt du? Mhm. Auch cool gemacht. Aber das geht halt nur mit diesen Mod. Ich weiß nur nicht, wie der heißt. Der ist in diesem anderen mit drin gewesen. Och ne, hier kommt wieder dieses Nebelgebiet, glaube ich.
Aufsteigende Nebelwände. Jo, könnte sein. Hm, da bin ich eben durch Nacht gefahren. Ich habe nichts gesehen. Ja, mal gucken, wie sich das jetzt mit dem neuen Mod verhält. Das Nebel habe ich noch nicht gesehen hier. Da müssten jetzt eigentlich auch Wassertropfen auf der Scheibe sein, wenn du durch Nebel fährst. Die habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ja, ich bin auch noch nicht im Nebel. Der kommt jetzt erst. Weil wenn man durch Nebel fährt, dann ist es eigentlich immer so ein bisschen nass. Ah, jetzt kommt Nebel. Oh ja, der löst sich aber schnell wieder auf. Ich hatte gerade eben, also heute Mittag hatte ich richtig dichten Nebel. Es kann aber auch sein, dass das die Steppe ist, die brennt. Ne, das ist eher Nebel. So. Also ich komme hinterher, ne? Bitte? Ich komme euch hinterher. Das ist gut. Hast du die Tour geladen? Ja, ja. Ach so. Mal gucken, wie weit Nico ist. Hast du dein neues Passwort dann auch bestätigt? Ja. Boah, das Force Feedback hier auf diesem Gelände ist durch am Drehen. Ja, dann musst du mal unten in Afrika fahren, wenn du da so richtig Berg- und Talfahrt hast über Sand. Ey, da ist das Ding so am Vibrieren. Ne? Ich bin gerade eben eine Tour gefahren. Da waren so kleine, so Beulen im Boden. Alter, mein. Da, egal wie viel ich gefahren bin, ich bin glaube ich 30 oder 40 km/h gefahren. Ohne Schaden bin ich da nicht durchgekommen, keine Chance. Ich bin eine Strecke durch den Wald gefahren, da war auch so ein Sumpfgebiet, da musstest du auch durch so einen überfluteten Sumpfbach da und dann stand da ein LKW, der hatte eine Panne und ein Reisebus. Und da bin ich so 10 km/h gefahren und trotzdem, wenn ich aufgesetzt habe, habe ich direkt 7% Schaden gehabt. Krass. Konntest du gar nicht ändern. Letztes Mal, als meine Freundin gefahren ist, war auch dann Autobahn und auf einmal Brücke gesperrt, weil gesprengt wurde oder keine Ahnung, Brückenloch. Musste recht unter so einen Abgrund. Ja, und dann war hinter Stau bei der Auffahrt wieder, ne? Ohne Ende. Ja, ja, da habe ich die Flightcam benutzt. Ich hab gecheatet, ja, sagt schon, ich hab gecheatet. Oh, Leon, Vorsicht, Alter, 10% Schaden, euer Karamba. Genau die Hügel meine ich. Ja, hättest du mir nicht vorwarnen können. Die braunen Flecken wusste nicht. Hier. Alter. Ja, ich wusste nicht, ob die hier sind. Martin, wenn du gleich braune Flecken auf dem Schwanz siehst, fahr langsam. Okay. Genau die meine ich, hier bin ich eben auch lang gedüst. Da hinten ist irgendwie eine Baustelle. Und die Straße ist voll damit. Die ist übel. Ja, er brettert einfach mal an mir vorbei hier. KI wieder, ne? Na, bei mir auch. Fährt wie auf Schienen. 5% Schaden, ja, läuft. Ich fahr unter 30. Ich hab noch keinen Schaden. Ja, deiner liegt doch ein bisschen höher. Mir liegt das Fahrwerk tiefer. Ich hab ja so einen Showtruck hier. Ja, jetzt ist es vorbei. Ne, da kommt wieder die nächste Rutsche. Kommen so. Das ist nicht vorbei, das geht hier locker, weiß ich nicht, 20 Kilometer oder so. Oh, jetzt kommen so braune Punkte, die sind ja noch schlimmer. Abseits der Straße kannst du besser fahren. Naja, nicht viel. Da liegt wieder ein Müllsack mit. Guck mal jetzt, was bei dir vorbeikommt gleich. Ein LKW? Nur so ein kleiner Transporter. Wenn er dann mal an dir vorbeizieht, oder der ist... Schafft er nicht, jetzt kommt wieder Asphalt. Ja, der ist auch dies... Und oder steht der hinter dir? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt kommen ja noch größere Dinger! Das war jetzt richtig fies, da gibst du Gas, 70, Asphalt und dann kommen auf einmal so riesen braune Flatschen hier. Ja, das war fies jetzt. Na, jetzt hat der Transporter mich überholt, ey. Das war richtig fies. Aber weit vor mir könnte er ja nicht sein. Oh, oh, ganz schön weit. Die Tour ist nicht so lang. 410 Kilometer oder so. Aber über Land, ne? Ist keine Autobahn. So, ich bin noch bei den 120er. Ach so. Okay, wir hatten schon wieder eine neue Tour angenommen.
Achso. Achtung, Bahnübergang, da steht ein Zug. Die Sonne geht unter. Jetzt wollte ich mal gucken, wie das ist. Aber da auch, guck mal jetzt mit der Sonne da, die da hinten rechts untergeht, ne? Die sieht realistischer aus, finde ich, wie vorher. Oder meine ich das nur? Speedrun. Siehst du das? Ist ein anderes Thema mit Manus. Weil bei dem anderen Mod, da war die so, ich weiß nicht, wie gemalt, so. Das sah so unecht aus, weißt du? Hier mit dem Mod finde ich das besser. So, originalgetreuer, so. Ich habe mich jetzt schon wieder angemeldet und die ist immer noch grau. Ja, ich gucke jetzt gleich mal, ob meine grau ist. Ja, du musst dann, glaube ich, bei World of Trucks musst du das aktualisieren, oder? Was soll ich bei World of Trucks aktualisieren? Passwort, dein Passwort. Habe ich hier gerade. Okay. Ja, Martin, soll mal gucken. Ja, ja. Ja, voll rundum Licht an. Randale leuchten. Natürlich. Schön entspannt mit 70 hier. Huiuiuiuiuiui. Du hast dein Lenkrad voll krass nah, ey. Was hab ich? Du hast dein Lenkrad, also deine Sichtweite, extrem nah. Ja, damit man hier die Armatur am Brett sieht. Was ich da. Das ist stark. Kann. Aber du kannst ja auch zoomen, ne? Kennst du die Zoom-Funktion? Kennst du, ne? Nö. Ja. Siehst du? Ach krass, wie geht das denn? Aber nicht mit dem Mausrad, ne? Nee, über der Tastatur kannst du das einstellen. Oh! Eine Belegung. Ich hab das auf die, wieder die auf die hübschen auf, Hügel. Auf die Numlock, ja, aber die sind felsig, ey, die sind noch brutaler hier. Ich hab das auf die Numlock Plus-Taste habe ich das gesetzt. Zoom-Funktion nennt sich das irgendwie. Das kannst du in der Einstellung, kannst du das auch einstellen. Ich habe immer gedacht, wenn ein Stream lief, der Twitcher oder so, der Streamer, der macht das da über die Stream-Funktion. Aber nee, das ist bei ETS in der Einstellung. Das wusste ich auch damals noch gar nicht. Zu voll erst gesehen. Ja, ich fahre ja tatsächlich mit Sichtweite 115 oder so. Okay. Ich habe ganz weit draußen. Ist jetzt quasi auf dem Sitz. Ja, wenn ich die Mirrorcams in meinem anderen Profil fahre, dann sehe ich teilweise noch, sitze ich noch näher. Crazy. Guck jetzt gleich. Ja, meine Tastatur ist immer zu weit weg, um da die ganzen Knöpfe zu drücken. Das Wichtigste alles auf den Lenkrad gesetzt. Genau. Deswegen habe ich ja hoch und runterschalten runterschalten und hochschalten mit Fernlicht gekoppelt. Mich stört das nicht, aber ich habe dann vier Knöpfe in einem so gesehen, weißt du? Auf den Schaltpanels. Ja. Das geht. Oh, jetzt hat er auch böse aufgesetzt, aber kein Schaden. Und Dena ist ganz schön durchgeschüttelt da hinten. Was haben wir überhaupt drauf? Gefahrgut nicht, ne? Kunststoff, Altkunststoff. Ja. Aber was cool ist bei den Mirrorcams, wenn du die installierst und du hast dann quasi oben diesen Doppelbildschirm in der Mitte, ne, in der Frontscheibe, dann hast du auf dem rechten Bildschirm den rechten Spiegel und auf dem linken Spiegel, Bildschirm, hast du die Zugmaschine nach hinten, wenn du jetzt aufsatteln willst. Du siehst immer quasi
die Hinteransicht vom LKW, also die Stirnwand quasi, und dann siehst du immer den Auflieger, wenn einer angekoppelt ist. Und beim Tiefbett oder Tieflader sieht das richtig krass aus, dann siehst du den Tisch hin und her bewegen. Richtig cool. Ja, und dann vorne die Corner-Eye-Kamera, die hast du dann ganz rechts, wo normalerweise der rechte Spiegel sitzt. So, und jetzt erklär es mir. Erklär es mir, du bist auch nicht verbunden. Nee, du drauf fragst, bin ich nicht verbunden. Warum nicht? Und meine Kugel ist ein bisschen heller. Hier, ne? Das ist voll übel hier, ne? Ich glaube, ich hätte mir einen Monster-Truck bauen sollen, ne? Ruhig aber. Jetzt schon voll die Probleme hier. Guck mal, wie tief meiner ist, vor allen Dingen. Ja, wow. Oh, hier ist ein LKW gestrandet, guck mal. Der hat Ladung verloren. Das. Hoppala. Oh, hinter uns die Schlacht. Das Problem, was ich mit World of Trucks verbunden bin? Weil so steht's ja bei mir. Ja, die NPCs haben wir nicht das Problem, wa? Die fliegen einfach hier drüber. Naja, die ballern hier richtig drüber. So, jetzt haben wir wieder Asphalt. Mach mal Fernlicht an hier. Hey, hatte mal das gleiche Problem. Wenn Martin da ich nicht in den Käufer bringen konnte, es lag an einer Mod eventuell, das wir überprüfen müssen und tippen. Alles gut, was die Mods haben wir ja gleich, haben wir geguckt. Und Version. Fährst du, sobald du Ego-Perspektive fährst, ohne dieses Radar mit F5? Warum macht der jetzt kein Headzeichen? Ich hab, was war jetzt mit Radar ohne F5? Du hast ja jetzt Seite dieses machen. F5-Ding aus. Ja, unten oder die Anzeige. Oder benutzt du das nie? Genau. Oh, im Stream habe ich das meistens aus. Oh, solange du weißt, wohin. Das sehe ich auf dem Display. Und die spricht ja links oder rechts abbiegen oder geradeaus. Was? Oder so. Achso, ja gut, das höre ich ja alles nicht. Das hörst du im Stream, hörst du das? Ja, ja, aber ich spiele ja ohne Game Sound. Ja, ja. Jetzt gerade. Pass auf, ich melde mich jetzt mal ab. Warum kann ich jetzt kein Zeichen machen? Ich hab Fernlicht an. Das erklären wir mal. Du hast Strong Alt probiert? Was? Strong und Alt? Ja, hab ich auch schon. Such mal die andere Seite. Nee. Hier, über die Strong und. Demnächst links abbiegen. Ist die feste Abkürzung, oder? Klar! Nimm mich doch hier aus. Ich hab die Straße noch nicht. Biege nach links ab. Ist nichts los, ne? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bruder. Muss los. No brainless. Zweite Ausfahrt nehmen. Macht er da ein Ad? Weiß ich nicht, will ich ja gucken. Oh, ich brauche einen neuen Rechner, ey. So,
dauert ja 25 Jahre, bis hier irgendwas passiert. So, also hier kann ich mich einloggen. Ja, du brauchst ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, gehe ich mal von aus. Weil ich habe eigentlich den schlechtesten Rechner von euch allen und meiner läuft jetzt richtig gut. Weil ich habe einen AMD Ryzen 3, selbst der Nico hat einen AMD Ryzen 5. Der Leon hat, glaube ich, auch einen AMD Ryzen 5, wie ich das letzte Mal gesehen habe. Ich kann kein Ad-Zeichen machen. Ich hab die wenigsten Kerne von euch, ich habe nur 4 Kerne. Ich das dann hört, ich hab 4 Kerne. Mach doch so ein Copy. Wenn du es irgendwo eingegeben hast. Hast du beim Nico auch die Startoption und so geändert, Martin? Nein. Hast du ihn auf DirectX eingestellt? Nein. Okay. Nee, von Verbindung Fehler wieder aufgetreten. Boah, ich... Ehrlich, gleich zocke ich irgendwas anderes. Ich fahre die Tour eben zu Ende und dann gucke ich mal, ob ich der helfen kann. Jetzt bin ich bei Wolfgang. Mal gucken, ob es funktioniert. Also ich habe jetzt rausgenommen, es ging nicht. Bloß dann kann es ja da dran nicht liegen. Jetzt gucken die ganzen Zuschauer zu und denken, was sind das für zwei Idioten? Ja, wahrscheinlich. Wie viele Zuschauer hast du denn? Drei. Aber der eine denkt das nicht, weil den kenne ich. Und ich habe einen, der zu und spielt mit uns. Lacht uns aus. Der Colin, der lacht uns aus. Ich hab einen, auch. Der guckt zu und spielt mit uns. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das wusste ich doch. Mati, du kannst gerne meinen mich auch Kanal nicht empfehlen. Ich hab Nico und Martin seinen Kanal hab ich auch empfohlen bei Twitch. So. Hast du eigentlich Alerts drin? Hast du eigentlich einen Red Bull noch? Ja, das stimmt. Ja, hab ich noch. Was hab ich drin? Patrick? Alerts. Okay, irgendwann mal was anderes zu trinken. Was hab ich? Alerts drin. Ja, hab ich. Ach so, bei Twitch? Nee, ja, ich brauch gleich nur was anderes mal zu trinken. Ach so. Mensch. Hörst du das auch? Die Mädels gehen voll ab bei euch da, ne? Ja, die Mädels gehen unten ab. Die machen Party. Also noch dünner kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr machen, Martin. Lenkenball kann ich jetzt auch schon nicht mehr. Mitte grazie. Jetzt fängt der auch noch an. Ich geh kaputt. Was geht denn da ab, ey? Ja, der macht ganz komische Dinge hier gerade. Okay. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Na gut. Trinken die Säckchen? Oder? Ich weiß nicht, ob die auch trinken. Nee, eigentlich nicht. Junge, ich höre die doppelt. Fast einen Unfall, Alter. Was? Ich höre die doppelt, ich höre die durch die Tür. Demnächst rechts ab. Wie weit sind die denn weg von euch? Eine Etage tiefer. Okay. Oh! Also wir sind gerade mit drei. Ey, was? Stopp! Ich hab das Lenkrad abgerissen. Warte mal. Das ist von der Tischkante geflogen, weil ich so fest bremsen musste, Leon. Warte mal. Ich muss ja wieder festschrauben hier. Scheiße. Ich hab mich daran festgehalten, dass das ganze Ding. Hab ich jetzt irgendwas anderes spielen, ja? Sorry, jetzt hat's auf jeden Fall mit der Bremsenstärke, ne? Habe ich ein bisschen gut gemeint. Ja, ich habe nur den Container auf mich zukommen sehen. Hey. Scheiße. Oh, so eine Mio. Was ist das denn? Jetzt
Tag, mein Lenkrad, was ist denn jetzt? Hast du dich gemutet hier? Nein. Kann man dich jetzt mal muten, weil dann hören sie mich hier die ganze Zeit doppelt. Danke. Besser? Das Handy entdeckt. Ja. Was? Martin, wir haben 21 Alpha Grad. Demnächst links abbiegen. Haben die ihr Mikro an oder was? Ja, die haben ihr Mikro an. Ja, sicher. Ich schon? So. Biege nach links ab. Ach so. Demnächst links abbiegen. Ich glaube hier links, ne? Mhm. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ich muss da red hier am Anfang. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Ja, ich guck noch. Ja, ich auch. Dann mach du als Erster. Direkt deine Mauer, ne? Jo. Ja, ich auch. Dann mach du als Erster und ich, weil ich hab ja eigenen Trailer. Ich warte dann so lange auf dich. Die beiden haben auf jeden Fall Spaß, ne? Ja, sicher. Ja, aber blinkt alles, da blinken sogar die Seiten, ne? Ich bin doch drin, Alter, warum? Falsch rum reingefahren? Das ist nicht schlimm. Hä? Steuert oder was? Hier irgendwo ist ein Hubschrauber, ich höre einen Hubschrauber. Muss hier irgendwo einer stehen. Warum leuchtet mein Dach eigentlich blau? Das wegen. Weil ich glaube, ja, wegen der kleinen Hütte wahrscheinlich. Ja, sicher. Aha, jetzt. Komisch aus. Muss irgendwo. Da vorne steht ein Hubschrauber. Bei DAF. Ich wollte sagen, komm, ich mach mal den Hubschrauber, wir sind ja live. Lass mal besser. Ich hab mit diesem Container, ne? Diesen kurzen Auflieger habe ich voll die Probleme. Bin mal eben kurz weg. Jo. Da kann ich in Kamera 1 besser mitfahren und rangieren, ne? Kamera 2 habe ich doch voll die Probleme mit der. Warum kannst du der so kurzzeitig lenkt, ja. Ich weiß, dass das kacke ist, Martin. Geht immer noch nicht? Nein. Das kann nicht sein, ne? Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, das Spiel komplett deinstallieren und nochmal neu installieren, aber da sind alle Mods weg. Nee, das brauchst du nicht. Mods sind auch nicht weg, die kannst du ja vorher speichern. Ja, weil du jetzt aus dem Spiel rausgegangen bist. Also, aus dem geöffneten. Also, du hast auch keine anderen Mods mehr in dem Mod-Ordner drin, ja? Du hast nur diese Mods für diese 100er-Reihenfolge in dem Ordner drin, oder? Weiß ich, wie viele Mods hast du da drin? Warte mal, Martin. Geh mal auf Dokumente. LTS. Ne, Antifa. Mods. Ich hab 112 Elemente drin. Ich guck mal. Soll ich ihn dir mal geben, weil du es jetzt aufzählst? Jo. Hallo? Patrick? Ah. Ja, und ich habe mal eben den Bildschirm gewechselt, ne? Ach ne, der ist ja nicht da.
Also ich habe in meinem Mod-Ordner regulär 115 Elemente. Ja gut, weil ich die Mädels da noch mit drin habe, aber... Ja, das kann aber nicht sein hier. Das hat aber nichts damit zu tun. Nö. Nee. Mal googeln. Nico, geh mal bitte live, ich will mal gucken einmal, ja? Kannst du die Kopfhörer... Der Martin hat meins an. Ja, dann nimm dir doch die Kopfhörer. Ist auch richtig rumaufziehen würde. Live im Spiel, meine ich. Macht er gerade. Hallo. Kannst du mir die Sache nehmen? Ja, Bildschirm. Ja. Bist du jetzt verbunden mit World of Trucks? Ja. Aber bei ihm wird immer angezeigt, keine Verbindung möglich. Ja, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schließe jetzt mal den Konvoi, weil ihr seid ja beide nicht mehr drauf. Mal eben gleich mal kurz was zu essen. Essen, was ist das? Da schiebt man sich vorne rein und kommt hinten wieder raus. Musst du aufpassen mit der Wortwahl, ne? Hat dein Steam ein ETS-Update gemacht? Es gab keins. So, ich mache jetzt nochmal einen Konvoi auf. Jo. Mein Rechner ist mal gleich ausgerechnet. So. Konvoi ist erstellt. Weil auf den normalen ETS-Konvoi kommt er. Ja, da habe ich vorhin mitgekriegt. Ich finde, der braucht im Moment auch extrem lange Sitzung zu finden. Ja, du musst bedenken, du hast 100 Mods, das kann auch daran liegen. Der Konvoi ist auf. Ja. Ein Fehler trat während der Verbindung zur Sitzung auf. Hab ich auch schon mal gehört. Da war alle richtig. Ja. Mods sind alle wichtig. Was ist denn, wenn wir einen hosten? Ja, das meinte ich ja vorhin schon. Lass mal Nico einen aufmachen. Ich versuch mal. Bin ich gerade bei. Der ist ja mit deinem Internet verbunden, um einmal müsste das ja auch gehen. Ich sitz ja an dem Rechner gerade. Ich wollte gerade sagen, wir haben getauscht. Konvoi wird erstellt. Und der kann bestimmt auch keinen erstellen. Und tschüss. Spiel ist, gecrashed. Muss auf Games gehen. Unten. Bitte von unten. Also irgendwas stimmt hier nicht. Hm.
So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Der Stream verzögert sich heute um weitere 50 Minuten. Jo. Ich glaube, wir machen mal aus und machen gleich nochmal neu. Genau. Leute, bis später. Bis später. Du musst Alt und Dings, genau. Habt ihr jetzt einen Konvoi aufgemacht oder was? Nee, Spiel ist ja abgestürzt. Achso. Der hat wollte einen Konvoi starten, oder ich wollte einen Konvoi starten, aber dann ist der abgestürzt. Warum er das macht, weiß ich nicht. Ist Aserbaidschan, Pakistan, Usbekistan, Syrien. Es wurden neue Steam-Inventar-Objekte erkannt. Aha, jetzt glaube ich aktualisiert er sich. Nee, das sind diese Inventardinger von dem ganzen, wo wir Hannover gefahren ins Fahren sind und so. Ja. Ja, die habe ich eben erst hinzugefügt. Aha. So, ich mache jetzt mal. Nee. Konvoi hosten. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Ja, biege guck mal. Nach rechts ab. Wo lag jetzt das Problem? Keine Ahnung. Gehen wir auf Abbrechen? Ja, warte mal, lass mal laden. Glaube ich, was mit der Aktualisierung zu tun gehabt, dass das Spiel jetzt abgestürzt ist und der hat was Neues geladen, neue Systemdaten erfasst, ja. Und deswegen läuft das jetzt. Kann sein. Dass ihm da eine Datei gefehlt hat oder so, weil er ETS ja, neu laden musste. Da gab es ja ein Update. Ja, er lädt die Mods jetzt auf jeden Fall. Nochmal neu. Nee, jetzt bei, mach jetzt einen Konvoi auf und jetzt lädt er die Mods. Vorher war das gar nicht. Nö. Ja, dann hat er. Kann sein, dass das aktualisiert wird. Gucken wir jetzt so. Biege nach rechts ab. Es kann natürlich sein, dass es daran gelegen hat, ne? Ja. Links abbiegen. In anderthalb Stunden bist du hier dran. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Aber guck mal, er lädt. Biege nach rechts ab. Ja, soll ich abbiegen? Warum? Ja, irgendwas denke ich. Nee, hier soll ich nicht abbiegen, da liegen Betonteile. Ein weiter. Du macht mich ganz wehisch hier. Da ist auch eine Betonmauer. Wie bin ich denn hier gelandet? Ich stehe hier mitten auf der Straße rum. Biege nach rechts ab.
Ja. Willst mich jetzt verarschen? Wir sind fertig. Jetzt geh mal bitte rauf, Patrick, mach bitte von Wolle. Dann krieg ich ja einen Sender, ne? Da muss nur der richtige Mann dran mit den richtigen Händen. Gut, dass wir jetzt die Maus. Ich hab einen Auftrag angenommen. Den annehmen können. Ja, vielleicht. Für Level 106, ich könnte alles annehmen. Ich bin 250. Was? Level. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir alle von Anfang anfangen, aber ihr seid ja alle schon wieder über der Wolken hinaus. Ich bin gerade mal Level 19 und ich habe noch nicht mal gecheatet. Ja, wir haben ja gecheatet. Ja, schön. Ich habe nur einmal am Anfang gecheatet und haben mir einmal 3 Millionen geholt, um mir einen LKW da mal zu bauen. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Und beim anderen Level, da bin ich 34 und beim ETS bin ich 68. Also alles konform. Bei meinem anderen Level bin ich Level 54, ich glaube ja. Aber der ist auch schon 5 Jahre alt. Meiner ist 10 Jahre alt. Konvoi aufgemacht, Patrick? Bitte? Ob du einen Konvoi offen hast? Nein, ihr wolltet doch erst testen. Ja, du kannst... Habt ihr jetzt einen offen oder soll ich einen offen machen? Du sollst einen aufmachen. Sind die Frauen überhaupt noch da? Ich weiß nicht. Ja. 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 Nee? Was ist das? Also eine Frau ist hier, die andere ist weg. Ja, dich. Ja. Mr. Wiesel TV ist auch nicht mehr da, wa? Doch, der ist da, der kommt gleich wieder. Achso. Der ist aber noch, der ist jetzt nicht mehr auf dem Dings, auf dem Konvoi, weil ich ihn hier runtergeschmissen habe, also weil ich ihn hier geschlossen habe. Ja. Booster Wave heißt da. Booster Wave? Hm. Ja, ich hab zwei Zuschauer. Hm? Ja. Guten Abend. Okay. Stoppen. Bei dir funktioniert es nicht dazu. Was soll ich denn einstellen? Guck mal da, zack. Ich glaube oben. Hallo, Trust, grüß dich. Ah, das ist Norm. Ach, das ist Norm? Das ist Norm, ja. Okay. Ist der jetzt bei dir, ja? Der hat mir gerade zugewunken, ja. Boah, jetzt geht der mir auch noch fremd. Grüß dich. So. So. Hä? Jetzt könnt ihr mich alle... Ich weiß, der hat zufällig meinen Stream gesehen, oder was? Ich keine Ahnung. Ja, soll ich dir jetzt mal was sagen? Wenn Nico einen Konvoi aufmacht, das funktioniert. Will er aber bei dir rein, funktioniert das nicht. Ja, aber du kannst mir ja beitreten, also liegt das nicht an mir. Ja, ja. Dann muss Nico einen Stream aufmachen, einen Konvoi aufmachen. Kann doch nicht sein. Das machen wir jetzt schon. Es muss ja irgendwo dran liegen. Wenn ich jetzt nicht beitreten kann, dann ist es auch ein bisschen komisch. Oder mach du mal einen auf. Ich mach jetzt über Nico einen auf. Ja, mach mal. Ich mach meinen wieder zu. Konvoi wird erstellt. Und tschüss. Das Spiel ist schon wieder abgestürzt? Ja. Stimmt irgendwas nicht. Irgendwas haut da nicht hin. Läuft der noch auf 32 Bit vielleicht? Will ich gerade gucken. Ach, wie war das denn? Da Einstellung. Startoption bei Steam. Ich höre schon wieder einen Hubschrauber hier. Oh Gott.
Was hier los ist. Oh. Irgendwo muss hier ein Hubschrauber. Da ist er doch. Guck mal, da fliegt er. Wo machst du dich aus? Guck mal, ich hätte schon 640 Kilometer. Plus. Welche Startoption soll ich wählen? Ja, die 64-Bit DirectX 11 würde ich nehmen. Weil ihr habt ja schon ziemlich neue Computer eigentlich. Jo. Macht das mehr Sinn. So. VR-Kinomodus verwenden kann ich ausmachen, ne? Ja, du hast ja keine VR-Brille, oder? Ne. Also nutzt du nicht für das Spiel die VR-Funktion. Ich habe das auch ausgeschaltet. Du kannst ihm auch in die Startoption das eingeben, was wir eingegeben haben. Also der Ini und ich. Ja, das habe ich ja auch drinne stehen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das ging. Wie geht das ab? Wollt ihr gucken? Bibliothek. Ich muss auf jeden Fall in eine Werkstatt. Ich fahr schon mal in eine Werkstatt. Biege nach rechts ab. Und darf ich mal? Ist hier eigentlich ein Stoppschild auf der Straße? Das ist eine Kontrolle. Minus. N O O Minus. Nee. Leerzeichen Minus. MM. Unterstrich. Ich gehe nach links ab. E-O-O-L. Und S-E. S-I. S-I. Z-E. Z-E. 8, 7, 1, 6, 7. Leerzeichen. Minus. MM. Unterstrich. Max. Route neu berechnen. Unterstrich. R E S O U R C E Unterstrich S I Z E 2048. Nee, da machen wir nicht 2048, 1024. Ja, nimm mal bei ihm ein bisschen weniger. 1024 minus MM. Okay, lass uns eine neue Route finden. Unterstrich Max. Machen Sie eine Kehrtwende. Ah, das ist hier. New Service. Okay. TMP. Unterstrich. WU. MM. Unterstrich. Neue Route finden. Ich bin wieder 2048. Ob er es angenommen hat? Jo. So. Boah, im Leoniden reingerauscht bin, ey. 6787 Euro Schaden. Aufliegerschaden 1717 gesamt. Krass. So, wieder schnell. Ist
links abbiegen. Biege nach links ab. Bei mir irgendwie noch ein Problem mit dem Wettermond-Ding zu haben. Mit dem alten, weil du noch nicht abgespeichert hast. Demnächst rechts abbiegen. Gucken wir aber gleich nochmal. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. War ja letztens echt geil, ne? Rein. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Erstmal machen wir jetzt speichern. Spielt der auch ETS oder? Wer? Ja, hier der Kollege von dir. Der Norman? Ja. Spielt der auch Promots? Ja. Wenn ich das noch richtig weiß, ja. Ja. Ist der neue drin. Ja. Machen wir nochmal. Jo. Läuft es bei dir denn jetzt besser, Martin? Bei mir läuft es gut, ja. Aber na, erst nachdem du die Option geändert hast, ne? Ja. Ja, du bist nämlich auch, ich war das am Anfang auch, wir sind 32-Bit-Modus immer gestartet. Okay. So, Konvoi. Wollen wir mal gucken, ob wir bei mir beitreten können. Weil bei ETS auch, wenn ich ETS zocke, kann ich auf voller Auflösung spielen, da ruckelt gar nichts. Überhaupt nichts. Ja. Ohne Mods jetzt, ne? Ohne einen Mod zu aktualisieren oder aktivieren. Da läuft alles einwandfrei. Keine Abstürze, nix. Kein Lecken, nix. Demnächst links abbiegen. Hier, das ist. Biege nach links ab. Links abknicken, ne? Vor der Straße. Zweite fahren. Du kannst auch gerne fahren. Falsche Faust. Wenn es nicht geht, dann. Ja, müssen wir Farming-Simulator zocken. Echt? Hab ich nicht.
Patrick sagt, hat er nicht. Ach ja, stimmt, du hast ja auch Kopfhörer auf. Oder wir müssen golfen. Wenn nicht, zocken wir Xbox. Nee. Oder bevor ich eine Xbox anpacke, ne? Dann hack ich mir lieber meine Finger ab. Ach, das ist ja so ein PlayStation. Ne? Putzi da. Ja, ich auch. Ja, du spielst aber Horizon auch, Forza. Ja, auf dem PC. Ja, heißt ja nix, ist doch Microsoft. Guck mal, der Martin hat auch ein PlayStation G29. Genauso wie es sein muss. Ist ja nicht schlimm. Ich hab das G920. Genauso wie es sein muss. Als Xbox-Version. Ja, richtig. Ja, auf die kleinen. Ja, das hat Xbox einfach nur abgeklatscht. Deswegen hat auch PlayStation mehrere Titel an Microsoft jetzt verloren, die auf PlayStation nicht mehr rauskommen. Ne? Immer geradeaus. Ist genau deswegen. Ach, das musste jetzt sein. Was ist das für Huckel, ja. Farbenmarkierungen sind voll übel. Boah, Bruder, was ist denn hier? Aber so viele sind es ja nicht. Habt ihr jetzt einen Konvoi auf oder nicht? Oder doch? Ich habe einen auf, aber ich bin. Der Nico braucht hier noch ein bisschen was, bevor der beitreten könnte. Ja, dann versuche ich dir mal beizutreten, ja? Ja. So als Test. Test. Test 1, 2, 3. Und? Tschüss. Ich höre, ich talk jetzt was anderes. Pummeluff hat auch einen Konvoi auf. Ja, ja. Steht da. Ja, sie hat ihren noch nicht beendet. Konvoi beitreten. Bin ich mal gespannt. Groot Fun Gaming. Ja. Also, talken, aber ich kein also Patrick, er kann den Konvoi nicht beitreten. Deinem Konvoi? Ne. Und die ganze Reihenfolge stimmt? Stimmt alles. Ja, dann hätte er ja, wenn die Reihenfolge nicht stimmen würde, dann hätte er ja da irgendwo ein Problem gehabt in der Reihenfolge. Das ist... Aber ich kann deinem Konvoi auch nicht beitreten. Ein Fehler trat während der Verbindung der Sitzung auf. Oder? So, jetzt sitzen wir auch alle wieder am richtigen Headset. Patrick kann auch nicht meinem beitreten. Nö, der lädt so lange und dann zeigt er mir an, ein Fehler trat während der Sitzung. Genau, das kriegt der Nico die ganze Zeit. Ja, kriege ich jetzt auch, wenn ich deinem beitreten will. Mhm. Kann doch nicht sein. Irgendwas mit der Internet-Einstellung zu tun? Nee. Am Router oder so? Nee, haben wir ja schon alles geguckt. Der hat ja eine eigene Leitung. Okay. Ein Fehler trat während der Verbindung zur Sitzung auf. Ich kann dir auch nicht beitreten. Was jetzt kann aber nicht daran liegen, weil der Martin kann ja dir beitreten. Kein Hund Ping. Das verstehe ich auch nicht, warum er mir beitreten kann, ich ihm aber nicht beitreten kann. Hm. Ich mach mal Sitzung wieder zu. Ja. Dann müssen wir was anderes zocken. Ihr könnt ruhig ETS zocken. Wieso? Mich hat das Spiel jetzt genug abgefuckt. Das ist ja doof. Wir müssen ja erstmal rausfinden, warum das. Irgendwo was einstellen kann ich ja nicht. Was?
Ich hab's beinahe geschafft. Der Trust schreibt gerade, könnte es an den Ports liegen. Ja, bei mir, ich hab jetzt einen Speedport von der Telekom. Ich kann da gar keine Ports mehr freigeben bei mir. Ich habe auch den Speedport von der Telekom. Den Smartwitch 4 habe ich. Ich habe den Smartwitch 3. Ja, aber normalerweise, wir hatten da ja noch nie Probleme, irgendwie zusammen auf dem Server zu spielen, oder? Ne, eigentlich nicht. Und bei Nico kann das ja nicht sein, weil der ist ja über deinen Internetanschluss drin. Ja. Bis wir das mit den Mods gemacht haben, hatte ich nie Probleme, irgendwo drauf zu kommen. Seitdem die neuen Mods alle da sind, habe ich nur Probleme. Die Mods sind ja alle in der richtigen Reihenfolge. Ja, aber er kann ja ohne Mods, kann er ja, also wenn er normal ETS zockt, kann er ja einem Konvoi beitreten. Ja, warte mal kurz. Ich guck mal kurz was. Also World of Trucks bin ich verbunden. Ja, wir auch. Steam Cloud ist auch aktiviert. Hm? Lass es, Bruder. Willst du es dir angucken? Nö. Ich habe ein Spiel im Auge. Das hier. Du bist auf einem anderen Planeten und musst Sachen bauen, zusammenbauen quasi. Förderbänder und sowas. Satisfactory? Ja. Das habe ich. Das ist richtig cool. Da bin ich am Überlegen. Das lohnt sich voll. Da musst du nämlich erstmal anfangen, das alles zu bauen und zu organisieren. Vielleicht liegt es ja noch an einer Mod. Hundert Mods sind das. Wir haben eine 100 Mods Reihenfolge. Alter. Ja. Er schreibt, ah, okay, habe nichts gesagt. Ja. Vorhin war das ja das Problem, dass er den Mod-Manager quasi... warte mal eben kurz, ich muss mal eben kurz was gucken. Vorhin war das Problem, dass er nicht beitreten konnte, weil der Mod in der falschen Reihenfolge war, hat er gesagt. Aber das Problem war die Uhrzeit und das Datum des Mods. Musste ich nun quasi dann nochmal schicken und dem Kollegen auch und dann hat es funktioniert. Und jetzt hat er das Problem, dass er nicht beitreten kann. Das hat er ihn aber auch damals gehabt und ich weiß nicht, wie der das gelöst hat. Auch geil, das habe ich auf PlayStation. Ist gut. Ist ein Jagdspiel. Welches? Echt geil. The Hunter, Call of the Wild. Schon gehört. Satisfactory ist cool. Da musst du auf jeden Fall auch erstmal Sachen sammeln und so, dass du auch Sachen bauen kannst und so. Naja. Auch auf irgendeinem Planeten bis auf Level 3 oder Level 4 bin ich erstmal. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt. Schade, dass du Hogwarts nicht zusammen zocken kannst, ne? Ja. Naja, das gibt's gar nicht hast du nicht, Modus, ne? Hä? Ist kein Multiplayer-Modus bei Hogwarts. Schade eigentlich. Bestimmt auch Laune machen, das Mods zum Zucken. Das Wetter draußen wird? Ja, okay. Junge, die haben aber auch Updates rausgehauen, wa? Mhm. Ich habe eben gesehen, ich müsste das erst wieder installieren. Wenn ich nicht überstarte, was gut gemacht. Ja, was soll ich machen bei so vielen Spielen hier? Das ist auch ganz lustig, ist BMG Drive. Wenn das okay ist. Diesen Umfällen programmieren und so. Mit KI. Das ist auch ganz lustig. Aber da musst du dich auch erstmal reinsteigern. Das ist gar nicht so einfach. Was sagst du denn zu dem Bausimulator?
Habe ich bis jetzt dreimal gespielt. Und? Eigentlich ganz cool, aber... Kannst auch nicht zusammenzocken, ne? Ja, ja. Außer ein Solo-Ding. Kannst auch zusammenzocken. Geschätzte Downloadzeit. 54 Minuten. Alter! Ich lade gar nichts runter, ich wollte nur mal gucken. Machen wir aber auch gleich los, ey. Soran hast du hier nicht mehr auf PC? Nee. Also auf PC ist es deutlich geiler als auf PlayStation, sage ich so, wie es ist. SnowRunner? Ja, deutlich geiler. SnowRunner? Ja, habe ich. Habe ich einmal über Cloud Gaming jetzt auf PC gespielt, weil ich habe das ja auf Xbox, ne? Aber ich hab's auf PlayStation. Ja, ich kann es ja auf PC auch so spielen, weil ich es ja halt auf Xbox hab. Ich hab's jetzt über Cloud Gaming gespielt. Ich fand's jetzt nicht schlechter von der Grafik und der Quali. Lief genauso stabil. Also mit Cloud Gaming geht das auch schon ganz cool. Also ich finde das deutlich geiler als auf PlayStation. Was, auf PC? Ja. Ja, gut, aber ich sag mal so, ich sitze bei mir auf der PlayStation X-Series X. Gab es ja ein 4K-Update für das Spiel, also sieht auch schon richtig krass aus, aber an PC kommt das auch nicht ran. Stimmt schon. Ja, das Presse brauche ich nicht, ne? Nee, einfach nur das normale Spiel. Na, Pascal auch. So, ich habe jetzt auch nochmal einen Neustart gemacht, also ich habe da mein Profil nochmal neu geladen. Jetzt versuch nochmal beizutreten, bitte. Ich hab Spiel zu. Ich mach's auch heute nicht mehr auf, bin ich ehrlich. Oder ich versuch Martin nochmal beizutreten. Ja, Moment, ich muss erstmal wieder online gehen. Ich bin fertig mit dem Thema heute. Oder ich mach nochmal einen auf. Dann gucken wir nochmal. So. Moment, ich komme noch mal online. Dann machen wir es auch auf. Ich mache jetzt auch noch mal ETS auf. Okay. Er versucht es noch mal. Letztes Mal, wenn nicht geht, dann bin ich auch am überlegen, einfach entweder zu deinstallieren oder einfach zu sagen, ich zocke einfach nur noch ETS normal und ohne irgendwelche Mods. Ja. Ganz einfach. Ah nee, so ETS ohne Mods spielen ist mir zu langweilig geworden, wenn ich ehrlich bin. Also mit Pro Mods. Ja, aber ich habe nur Probleme damit. Ja, hab unsere Mod-Einstellung vorher nie Probleme gehabt mit. Das kriegen wir schon hin. Das wird sich irgendwie aktualisieren. Das war bei Inni auch so. Ja, aber damit jetzt meinen Urlaub zu versauen. Du hast ja die richtige Mod-Reihenfolge. Fertig. Wollte ich auch noch unbeliebt machen? Ich wollte ja eine schlaflose Nacht bereiten. Und die ist jetzt schon da. Wer hat eigentlich gesagt, dass wir heute schlafen gehen? Das weiß ich nicht. Richtig. Denk dran, wir müssen morgen arbeiten. Ach, das bisschen. Findet das auch nicht schon alleine, ne? Sind da genug Fahrer da? Haben wir mit dem Auto weniger. Puh. Was heißt hier puh? Entschuldigung. Soll ich meinen Autoschlüssel schon mal abgeben, oder? Soll ich meinen Autoschlüssel schon mal abgeben, oder? Wir stellen uns morgen einfach das Poppy da vorne rein, dann geht das schon. Poppy ist ein VW-Bus. Achso, das hat man geladen. Ich bin ja gar nicht mehr gewohnt hier. Oh ne. Aber ich hab's immer wieder.
Ich schaff's immer wieder, ohne was zu räumen. Hört sich irgendwie sehr komisch an. Nur Mist. Ich fahre hier ganz einsam die Steppe. So. Hey! Ja, ich kann dir beitreten. Na, steht da, du bist verbunden. Ja. Soll ich nochmal aufmachen? Hat Nico jetzt versucht beizutreten? Nee, noch nicht, da ist noch am Laden. Ja, dann lass ihn mal laden. Mein PC denkt sich nur, please hold the line. Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte warten Sie einen Moment. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Jo. Oh, was ist denn hier los? Warum ist er auch hier auf dem Discord? Zeig uns. Bitte? Der Norm ist ja auch hier auf dem Discord. Oh. Ja, nicht online, aber der ist bei mir drauf. Ach so. Ich bin überall, schreibt er. Ja, ist sogar online. Ist er bei uns auf dem ETL-Server drauf? Nö. Nee. Ja, echt? Fast 100. Seit wann ist denn der da drauf? Kenn ich gar nicht. Kenn ich den? Der ist schon länger dabei wie du. Hä? Da gab's den ETS doch noch gar nicht. Nee, aber da gab's den Server schon. Ja, aber den ETS gab's doch noch nicht. Nee, den haben wir zusammen gemacht. Ja. Ich habe ihm nur die Rolle zugespielt. Ah. Weil er irgendwann mal wieder mitzockt, denke ich mal. Wenn er seine große Liebe mal in Ruhe lassen würde. Der Patrick ist noch live, ich muss auch was rechnen. Ja. Ja, der hört dich, Martin, ne? Ich wollte nur mal so sagen. Ich weiß. Okay. Aber er weiß ja auch, was mit große Liebe gemeint war. Er schreibt haha. Wir haben eigentlich mal Polo gestellt. Weiß ich nicht. Ich war geradeaus. Ich kann nicht beitreten. Nö, also Nico geht nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann. Er sagt, er hat geschrieben, er hat gerade in TTS wieder installiert. Also keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich kann es echt nicht. Aber das war bei Ini und bei mir genauso. Wir haben dann einmal die Konvois getauscht und dann ging das irgendwie. Da war eine Aktualisierung, bleibt da stehen. Und dann, ja. Danach ging es. Okay. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die Mods sind ja alle in der richtigen Reihenfolge und die sind ja jetzt auch nach Datum und Uhrzeit alle aktualisiert. Keine Ahnung. Ich tue jetzt erstmal SnowRunner installieren. Sag mal, wie lang? Ja. Können wir auch zusammen spielen auf dem Konvoi? Das spielt Euro Truck. Oh, guck mal.
Spaß hat sogar Snowrunner. Ja, können wir, da ist doch Vierer-Konvoi, glaube ich, ne? Ich glaube. 4 bis 5, ich meine 4 gehen, glaube ich. Ich muss erst mal gucken, wie das funktioniert wieder. Ich spiele das nur über Cloud Gaming, da müsste ja trotzdem funktionieren, dass wir zusammen spielen können. Ich glaube ja. Ein Freund spielt das gerade. Muss ich hier wieder ändern, ne? Ja. Oh, halt. War das das oder das? Das. Olle. Das war's wohl nicht. Eigentlich schon. Hallo. Ist es vielleicht das? Mach mal Enter. Ah, sieht schon besser aus. Ich hab das Windcut gar nicht, da muss ich auch noch dann einstellen. Ja, ich spiele mit Joypad dann. Brauchst du nicht viel. Brauchst du nur das G29 einsetzen. Oh, okay. Was ist das Geile dran? Weil ich finde, mit Windcut macht das Spiel keinen Sinn, ne? Ah, geht ja noch. Ja, geht doch. Also ich brauche ca. 60 Minuten für das Spiel runterzuladen. Für was? Snowrunner. Ich spiele das über Cloud Gaming. Du brauchst es nicht runterladen. Ich installiere es gerade. Achso. Ja, auch eine Maßnahme mal, ne? Ich hab das. Das Plus? Ja. Doch. Das ist vielleicht so ein Angriff. Größtenteils negativ. Ich fahre noch eben die Tour zu Ende. Cool. Kann ich bitte spielen nächstes Mal? Und bring mal Red Bull dabei. Wobei. Bring einfach mal jetzt mal ein bisschen Red Bull. Die zwei amüsieren sich da unten. Ist doch schön. Dann lass das mal so einen Moment wirken. Hey. Oh ja, 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 ja. Oh. Ich schreibe gerade, ETS mit Tastatur geht mal überhaupt nicht. Nee. So habe ich ganz am Anfang angefangen mit Tastatur. Wer Norm? Trust, ja. Und hat dann wieder sein Lenkrad nicht aufgebaut? Keine Ahnung. Muss ja erst mal alles einstellen, wenn du ETS deinstalliert hast. Hm? Wäre auch mal eine Option, sagst du? Was, mit Tastatur zu spielen? Nee. Richtig oldschool wie vor 10 Jahren. Nee, hör mal, hör auf, Junge. Oh, ich bin noch CD-Spieler, ja, aber die CD funktioniert nicht mehr. Deswegen bin ich ja dann auf Steam gekommen und hab's mir runtergeladen. Also. Wenn ich überlege, ich habe. Ich habe die CD, glaube ich, noch nur irgendwo. 5 Jahre Tastatur gespielt. Dann kam Norm und hat mir das Lenkrad vermacht. Und seitdem spiele ich nur noch mit Lenkrad. Du hast das Lenkrad von Norman. Ja, ja. Ach so. Also das G27? Ja. Ja, du hast ja jetzt das G923 geholt, oder? Oder? G29. Das gibt ja schon wieder ein neues, ne? Ja. Also von meinem, das ist ja das G920, wegen Xbox gibt es das G923. Und dann hast du oben zum Beispiel so eine Schaltanzeige in LED-Form über einen Formel-1-Wagen. PlayStation und Xbox. Muss mal gucken, das ist irgendwie das Facebook. Oh, wir haben noch die LED hier. Nein. Mr. Wiesi TV ist verbunden. Ach, jetzt mal wieder. Ja.
Leon? Jo. Ah, da ist er. Ja, der Nico kann nicht dem Konvoi beitreten bei uns. Komisch. Hat der so eine Dings wieder Lokale oder sowas? Was hat er? Hat der irgendeine Datei auf Lokal stehen oder so? Falsche Uhrzeit? Nein, das haben wir geändert. Hat er auch gehabt, den Fehler. Aber trotzdem kann er nicht beitreten. Und Mods nochmal aktualisiert, den alten dann raus und den neuen rein? Ja. Hat er auch schon gemacht. Es tritt immer ein Fehler mit der Verbindung auf. Und ich kann dem Martin auch nicht beitreten. Bei mir steht dasselbe. Das ist komisch. Wenn er aber normal ITS zockt, ohne Mods, das funktioniert. Ja, zumindest bei dir, aber die Frage ist, ob er mir dann beitreten kann, wenn ich normal ETS... Ich konnte seiner Frau beitreten. Ja, aber ich bin ja nicht seine Frau. Verstehst du, was ich damit sagen will? Du konntest mir ja in Promods nicht beitreten. Die Frage ist, ob du mir normal ETS beitreten könntest. So meinte ich das. Mit Sicherheit. Ich bin da nicht so von überzeugt. Martin hat ich das sag G29. Immer noch, das liegt an dem Mod. Man schreibt gerade hier, Martin hat das G29 von mir bekommen, nachdem ich mir das 29er gekauft habe. Ah, okay. Ja, ich habe das G27 gekriegt. Ja, ja, hat er ja geschrieben. Und er hat sich das G29 gekauft. Genau. Und das habe ich erstmal nach dem Brand komplett auseinandergenommen, weil mir das einfach zu schade war, wegzuschmeißen. Hab das dann komplett gereinigt und alles. Und hab dieses Lenkrad dann behalten. Und hab's meiner Frau gegeben. Dass es trotzdem noch in Ehren behalten wird. Ja. Ich weiß gar nicht, den Leon hat glaube ich auch Snowrunner, ne? Was ist das? Snowrunner, hast du das auch? Lenkrad? Nee, Spiel. Snowrunner, noch nie in meinem Leben gehört. Nein? Okay. Nee. Das ist dann so extrem, wo der LKWs bergen muss, fahren muss, durch Schlamm und Schnee und Eis und hast nicht gesehen. Noch nie in meinem Leben gehört. Der erste Teil war Mudrunner und der zweite ist jetzt Snowrunner. Fährst du amerikanische Trucks, russische Trucks, kannst die aufbauen, umrüsten, mit Kranaufbau, mit Werkstatt und allem möglichen Scheiß. Sagt mir gar nichts. Das ist richtig extrem, da fährst du also richtig durch Schlamm. Auf Müdigkeit oder was? Musst du Reifen ein, kannst du mit Schneeketten fahren, du kannst mit Schlammreifen fahren. Ja, ich muss jetzt verschiedene Reifentypen einbauen, du kannst die Höhe ändern, ach, du kannst alles Mögliche machen. Stößchen. Was, Stößchen? Oh. Dann mal Prost. Ach du Scheiße. Oh. Du erzählst es aber. Ja, moin, Meister. So, jetzt müssen wir Bugger daher. Das lade ich bei YouTube hoch unter Osterspecial, das Video. Ich spiele jetzt schon 2 Stunden online. Ja. Oh, wir brauchen dich schon mit. Genau meine Uhr. Ich glaube, das liegt an der Promillezahl. Nee. Siehst du das nicht? Doch. Ja, wenn es alle sehen. Hat meine Kamera denn überhaupt aufnimmt? Alexa. Wohnzimmer hell. Alexa, Wohnzimmer aus. Oh, da sitzt sie gleich im Dunkeln hier. Alexa, schalte alles aus. Gut, dass du mich nur über Headset hörst.
Nee. Darf ich dich einladen? Ja. Ein Spargott oder zwei? Habt ihr, sag mal, hat der Norman auch eine Alexa? Der schreibt jetzt, ey, nicht, dass der jetzt im Dunkeln sitzt. Gut, dass wir nicht zu Hause sind. Eine Sorge, Frau, die habe ich schon, der habe ich schon die Meinung gegeigt heute. Ich hab. Ey, aber ihm macht sie alles aus hier, hat er geschrieben. Oh oh. Alexa, das, schalte alles an. Das war Nico. Norman, das war Nico. Ich habe nur Licht bei mir im Wohnzimmer angemacht. Mehr habe ich nicht gemacht. Würde ich ja gerne sehen, ne? Weil Norman richtig Party anschaut. Ey, ich hab das tatsächlich mal gehabt, da habe ich zum Kollegen gesagt, habe ich mit Spaß gemacht. Da bin ich, sag ich, fahr mal eben zur Bude, ich hol was zu trinken. Da bin ich zur Tankstelle gefahren mit dem Auto und ich hab die ja auch auf dem Handy, die App, ne? Und dann hab ich gesagt, Punkt, 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 alles aus. Und dann bumm, saß der hier im Dunkeln und zwei Sekunden später krieg ich eine WhatsApp, du hast einen Stromausfall zu Hause. Ich so, was? Warte mal. Alexa, schalte Beruf-LED ein. Für ein Ding. Passiert nichts. Beim Norman geht jetzt die LED an. Wir können auch einfach sagen, Alexa, schalte in den Party-Modus. Gib seine Eltern wohl bitte. Ist euch offen! Hat die Chance gewonnen! Wir müssen fertig sein, wa? 10 Minuten sind rum. Norm, mach doch deinen Turm einfach übers Headset. Jetzt, gerade eben schon nur noch 10 Minuten. Du bist aber auch gerade am Laden, ne? Nein. Er hat die deaktiviert. Alter, was ist denn jetzt passiert? Hä? Ich bin nicht am Laden. Ich bin auf den Bordstein gekommen und hab mich. Ja, irgendwie. Gut. Verankert hier. Aber nur 2% Schaden. Ich hab Glück gehabt. Ich war gerade abgelenkt. Ich hab mir nur deine Leitung mal kurz ausgeliehen und hab mir mal ins Monopoly runtergeladen. Verkehr. Ich hab einer gehackt hier. Ja, ich war, Entschuldigung. Ja. Was ist denn mit dem Laderfahrer los hier? Läuft der Amok hier? Ja, den steuere ich gerade. Ja, für Pferd. Ach, was soll meine Mac-Leitung sein? Sag mal, bist du ein bisschen an die Empört, oder was? Was stimmt denn mit dir nicht, Junge? Hast du mal an meine Augen gedacht, oder was? Sag mal. Hör mal, bei dir stimmt doch irgendwas nicht, oder? Willst du ein Kölnchen? Schreit ihr? Also, Entschuldigung. Mir ist halt egal, hör mal. Die Autos finden die Wege von alleine morgen. Ich hoffe, wir müssen die Optics sein Live-Tisch gleich mal gucken. Der Soundboard ist gut hier. Dann hörst du richtig, wie der einen Tankrüssel rausnimmt und so. Einsteigt, sich wieder anschnallt. Haben sie ganz gut gemacht. Ja, ich weiß. Kein Problem. Abwehrmodus verfügbar. Nee, Abwehrmodus. Warte mal. Kommt. Oh, der hat Spaß, hör mal. Der hört uns alles. Das Wesen hat jetzt Spaß. Ja. Hab die deaktiviert, war aber ein guter Versuch. Hallo, Nico! Ich höre alles jetzt doppelt. Ja. Was war das denn für ein Ja, Junge?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Immer geradeaus. Ich weiß nicht, was du da hörst. Dein Stream. Das ist alles doppelt jetzt. Das ist richtig. Diese Antwort war korrekt. So, und jetzt direkt wieder Unfall bauen. Schade. Komm, fahr doch mal die ganze Zeit so. Oh, du wirst überholt. Komm, Gegenverkehr. Immer warum ist du den Baum? Und du hast ihn verstanden. Ich bin bei Patrick sogar Moderator, Junge. Ja, klar. Obwohl Echo. Geil. Wieso? Bist du beim Martin Geil Moderator? Nee. Ja, da will ich mir aber Gedanken machen. Ja, Martin, da musst du jetzt mal dran arbeiten. Da wird's einspurig. Und er zieht, ja! Was ist denn da los? Er guckt auch dein Schild! Wir haben jetzt schon beide mit dem Schild offen! Also, ich habe nur zwei Zuschauer, aber irgendwie. Hat sich das noch nicht aktualisiert, oder? Vor ihm der nächste Promi. Blinker links. Oh, ich kann dem Trust jetzt ein Timeout setzen. Und er setzt zum Überholen an. Immer geradeaus. 90! Ne, du fährst 70, 71, 72, 73. Und zieht an ihm vorbei. Das geht nicht und er muss jetzt wieder rechts raus. Ab. Bitte rechts halten. Bitte links halten. Da heizt er um die Kurve. Sowas hab ich im Leben noch nicht gesehen und wieder nach rechts. Oh, da war er zitterig unterwegs. Hast du das gesehen? Diese Linie. Zack, gerade drüber. Ich müsste jetzt Stream aufmachen, wie wir sein Stream kommentieren, ne? Ja, wir müssen hier nur mitklappen, weil. Ich bin gar nicht mehr am Zocken, ich lasse eine Endlosschleife laufen. Hast du das gesehen, wie er da abgeflogen ist? Nein, hat er nicht gesehen, er ist gerade in der Küche und ist am Backen. Warum blicke ich eigentlich die ganze Zeit nach rechts? Sagt keiner was, ne? Nein. Hey, warte, du blickst nach rechts. Ich blick nach rechts, jo. Er ist so zügig unterwegs, gleich hat er eine 100 erreicht. Ja, Mann, ey. Ja. Ja, und hast du die Tour angenommen? Nee. Oh gut, ich wollte gerade sagen, da musst du aber ordentlich aufs Gas drücken. Ne? Er steht schon an der Zielgeraden, weißt du? Wie hast du 4 Zuschauer? 6. Bei mir steht 4. Hier. 4? Bei mir steht 6. Ich kann noch nicht mal wieder auswählen.
Hä? Jetzt geht, nee, jetzt geht das gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr schalten. Was ist denn jetzt los? Nein. Um dir Nachrichten im Chat zu schicken. Evita? Bitte rechts halten. Bitte links halten. Das ist immer so geil. Ich gucke auf den linken Bildschirm und da brauche ich mal fast einen Unfall. Das ist voll die Arme. Ah, du bist kein Moderator. Bitte rechts halten. Warum muss ich denn immer hier links-rechts-links-rechts Kombination machen? Was ist das denn? Da kann ich doch auch geradeaus fahren. Ah, jetzt kommt realistischer Regen. Jetzt könnte gucken. Ah, okay. So, jetzt siehst du auch, dass das Wasser richtig runterläuft. Nicht nur so draufklatscht. Siehst du das? Es läuft auch nach unten. Das siehst du an der Seitenscheibe auch so am besten. Und diese Regenstriche sind nicht mehr so extrem. Siehst du das? Ja. Ja, aber ist doch normal, dass Wasser nach unten läuft, oder? Ich rede ja, jetzt von der Kompensation. Musst du alles versauen? Musst du meine Kompensation jetzt hier versauen? Das auch nicht. Ja, und ihr müsst auf die Regengeräusche hören. Das hört sich auch richtig realistisch an. Wenn ihr jetzt mal so lauscht, das Plätschern und so. Voll, jetzt muss ich pipi. Jetzt muss ich pipi. Mann, ich muss mal Ton anmachen. Das ist schon ziemlich extrem. Jetzt sehe ich gar nichts mehr hier. Rechts halten. Und dann sind wir wieder in Kinomodus fahren jetzt, oder? Ich glaube, da geht ja gar nichts mehr. Nimm die Ausfahrt rechts. Patrick, du sollst rechts abbiegen. Ja, bin ich das schon. Hängt guck mal, das ist ein Fragezeichen. Rechts abbiegen. Ja, sicher. Warum fahre ich eigentlich nur 40? 70? 60? 50? Ja, was denn nur? Rentner fahren nun mal manchmal so langsam. Immer geradeaus. Das habe ich auch verstanden. Ja, Rache ist Blutwurst, ne? Hallo! Hallo! Merkst du eigentlich, dass wir sogar die gleiche Headset-Farbe drin haben? Ja. Biege nach links ab. Oh, da muss man einzeln stehen. Ich sehe gar nichts mehr in den Spiegel. Oh, Scheiße. Oh, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Ja, dann. Aber jetzt sag mal, schlecht ist der Mod nicht, oder? Ich kann Stream auch immer. Wann hast du? Jetzt hat er gespeichert. Ich sag, schlecht ist der Mod nicht. Nee, schlecht ist er nicht. Demnächst rechts abbiegen. Wasser fliegt immer nach unten. Ja. Das war ja auf eben bezogen, das habe ich schon keine Ahnung wie lange da reingeschrieben. Hör mal, was ist denn mit dir? Das ist schon lange vorbei. Das ist schon oldschool. Und das von einem Rentner. Ja, geht doch. So, muss ich jetzt vorwärts oder rückwärts einparken? Ich weiß es nicht. Ich starte da aber schon mal dein Spiel, ja? Geh pinkeln, ich mach das schon. Tut schon weh, sagst du? Martin spielt SnowRunner. Das ist richtig. Ausgezeichnet. Ja, und spielst du mit? Was denn? SnowRunner. Hab ich nicht, immer noch nicht. Kannst du über die Cloud spielen. Was ist das? Was ist das, Junge? Junge, sitzt du am PC oder am Taschenrechner? Was ist denn mit dir? Taschenrechner. Taschenrechner, okay. Oh, bye, oh, bye, oh, bye.
Kennst du nicht die Xbox-App? Ach du Scheiße, Xbox auch noch. Ja, Microsoft, das ist allgemein für Microsoft Gaming, die App. Weiß ich nicht, habe ich glaube ich gelöscht. Die kannst du nicht löschen, die ist eigentlich beim Windows mit drauf. Xbox Gaming Bar oder Microsoft Gaming Bar, irgendwas steht da. Und da kannst du dann zum Beispiel unter der Kategorie Spiele, kannst du SnowRunner eingeben und dann bei übrigens, Cloud Gaming kannst du dann zocken. Ich wollte den Dings jetzt mal zumachen. Sitzung, speicher vorher ab, bitte. Hallo. Mhm. Hast du? Ich bin aber noch live auf Twitch. Ich versuche das mal zu streamen, dann kannst du das mal angucken. Ich werde das versuchen jetzt über... Warum? So, komm mal, Licht an, geh weiter. Für dieses SnowRunner brauche ich PC Game Pass für 9,99 € im Monat. Okay. Junge. Kannst du mal da... Aber nicht über Cloud Gaming, oder? Bitte? Aber nicht über Cloud Gaming. Microsoft Store. Cloud Gaming, habe ich sowas? Ich weiß es nicht. Cloud Gaming habe ich nicht. Ah, scheißegal. So, ich komme sofort wieder. Ich beende mal eben kurz den Stream. Alles gut?